Meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum ersten großen Video im neuen Jahr 2023. Ich wünsche dir auf diesem Weg nochmal das beste Jahr überhaupt, ein tolles Jahr. Ich habe ja für dich das Jahresreading gedreht, noch im letzten Jahr, und da kannst du ja schon mal schauen, was so ansteht für Entwicklungsprozesse und ja, was so für dich in der Pipeline steht sozusagen, was sich entwickeln darf. Ja, natürlich kann ich dir auch noch ein persönliches Jahresreading machen. Das mache ich auch gerne. Wenn du das möchtest, kann man ja auch bis in Februar reinmachen. Muss nicht gleich direkt am Anfang des Jahres sein, weil die Tendenzen zeichnen sich natürlich immer noch ab. Ja, dann wollte ich nochmal berichten vom letzten Jahr. Also erstmal nochmal, ich hoffe, ihr hattet gute Rauhnächte und habt schön viel geräuchert. Als Tipp, ihr könnt weiterhin räuchern. Es sind immer noch sehr hohe Energien und es sind immer mal wieder Energien unterwegs, die du nicht in deiner Wohnung und deinem Haus haben möchtest. Von daher kannst du immer wieder regelmäßig, sobald du merkst, irgendwas ist doch komisch, einfach mal wieder alles durchräuchern in jedem Zimmer. Das kann man auch außerhalb der Rauhnächte machen. Genau, das wollte ich dir als Tipp mitgeben. Ich hoffe, du hattest es schön. Vielleicht hast du Rauhnachtsrituale gemacht oder irgendetwas. Dann hoffe ich auch, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Ja, schön gefeiert, ob so alleine oder mit Familie oder wie auch immer. Oder wie viele ja auch nicht ganz topfit waren. Dann hat sich halt alles ein bisschen anders gestaltet. Ne? Hat man auch viel gehört, dass viele die Zeit für eine Pause und für Gesundwerden genutzt haben. Unfreiwilligerweise sozusagen hat und eure Seele euch mal auch eine Pause geschenkt. Genau, ich hoffe, ihr seid alle wieder gesund geworden jetzt und hattet dann auch einen guten Jahresübergang ins neue Jahr. Genau, dieses Jahr wurde ja auch wieder ein bisschen mehr geknallert, aber es ist noch viel weniger im Vergleich zu den vorherigen Jahren, zumindest hier bei mir in meinem Stadtviertel in München. Und das fand ich sehr angenehm, dass es nicht so viel Schmutz und so ein Lärm und so war, obwohl ich sehr gerne Raketen anschaue, aber genau, ja, das hat immer zwei Seiten. Ja, dann der Heilkreis, den gab es ja nicht im Dezember, den gibt es jetzt wieder im Januar, in zwei Wochen werden wir einen haben. Und wir hatten ja einen Quantenheilabend live in München und der war sehr schön. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir immer einmal im Vierteljahr das live machen. Das heißt, es gibt immer zwei Heilkreise im Vierteljahr und einen Live-Abend, wo man auch zu mir kommen kann. Genau, das wollte ich euch hier auch nochmal mitteilen. Ja, dann siehst du schon, was ich hier aufgebaut habe heute. Ein Liebesreading. Und das hast du ja natürlich auch schon im Titel gelesen. Und jetzt möchte ich mit euch mal langsam hier zum Reading kommen. Ich erzähle dir mal, was ich hier heute aufgebaut habe. Ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht. Ja, ich glaube schon. Ja, dann schauen wir mal. Also, was haben wir hier? Die übergeordnete Botschaft. Und darüber möchte ich noch vorstellen, meine Fee. Wir haben heute Einhörner dabei. Und dieses kleine, süße, rosa Einhorn. Heute haben wir nicht Engel dabei, sondern mal Einhörner. Und dann haben wir noch dieses süße Baby-Einhorn dabei. Genau, und es gibt heute auch Einhornkarten bei denen, die zusehen hier oben. Genau, also wir haben erstmal die übergeordnete Botschaft für alle, die zusehen. Dann haben wir den ersten Kartenstrang, den zweiten und den dritten. Hier oben die Karten sind jeweils für dich. Du kennst das schon, wenn du bei mir warst. Also auch, egal ob männlich oder weiblich, hier oben bist du. Und unten ist dein Liebespartner. Genau, auch egal ob männlich oder weiblich. Und wenn du mehrere Partner zur Auswahl hast, dann nimm dir einfach einen Moment mehr Zeit und schau, ob dann da zwei oder drei Stapel kommen. Unten, also oben ist nur einer für dich. Da, wo du den Stapel wählst, das ist deiner. Genau, dann haben wir hier noch Karten, die ziehe ich euch nachher in die Mitte. Die wirken dann zwischen euch beiden. Die Steine haben wir hier, den Malachit. Beim ersten Stapel, beim zweiten haben wir das Jadeherz und beim dritten haben wir, ich glaube, Labradorit heißt der, der so schön schimmert. Ja, ich weiß nicht, ob der Name gerade stimmt, aber könnte sein. Genau, haben wir heute drei verschiedene Grüntöne. Alles ja natürlich dann immer auch in Richtung Heilung und Herzchakra passt grün eh wunderbar. Ja, dann
würde ich sagen, springen wir hinein. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr vergessen. Doch was ich noch sagen will, ist, wie unglaublich heilsam die Natur ist. Ich habe jetzt, die bei mir in Telegram sind oder in Facebook, haben gesehen, dass ich jetzt auch ein paar Mal am Ammersee war. Ich habe das so ein bisschen gepostet. Oder wenn du mit mir in WhatsApp verbunden bist, auch in der WhatsApp-Story. Also die Natur ist so heilsam. Ich hatte in diesen Rauhnächten, in diesem Jahresübergang die Möglichkeit, immer mal alle paar Tage in die wunderschöne Natur zu gehen. Und das ist wirklich so, so stabilisierend und aufbauend. Und wollte ich euch auch nochmal ans Herz legen. Also einfach immer regelmäßig in die Natur rauszugehen, das ist so wichtig. Okay, jetzt aber, los geht's mit diesem Reading hier, dass du dir so einen Stapel aus deiner Ruhe, aus der Mitte mal aussuchen kannst. Da lade ich dich jetzt einmal einen Moment, die Augen zu schließen, dich aufrecht hinzusetzen und die Schultern ein bisschen sinken zu lassen. Schließ die Augen, dann atme mal über deine Nase tief, tief ein. Halt den Atem ein bisschen an. Zieh den Beckenboden ein und dann atme wieder über den Mund aus. Löse dabei den Kiefer, seinen Schwanz, lass die Schulter noch ein bisschen mehr runterhängen. Atme wieder über die Nase. Eine schöne, frische, neue Jahresenergie tief ein. Halt die Energie wieder bei dir, zieh den Unterbauch ein, halt den Beckenboden. Und dann atme nochmal den Rest vom letzten Jahr aus, wenn noch was da ist. Oder alte Emotionen. Und dann noch ein letztes Mal atme frischen Wind, neuen Mut, Selbstbewusstsein, alles, was du brauchst. Tief, tief ein. Halte wieder. Beckenboden, Bauch. Und dann atme durch den Mund wieder alles aus. Lass alles gehen, was gehen darf. Genau. Atme gern für dich weiter so. Sitz dazu sehr aufrecht. Und lausche in dich hinein, ob erster, zweiter oder dritter Stapel kommt oder je nach Steinname. Genau, ich berühre mal die Klangschale. Es geht los. Noch einen tiefen Atemzug für dich. Und dann atme wieder aus. Und öffne dabei die Augen. Und schau, wo der Blick hingeht. Da befindet sich deine Info. Dann bleib bei dem Stapel. Wenn du noch einen Moment brauchst, wenn mehrere Partner da sind und sich ein paar Echsen, ich nenne sie mal Echsen, gemeldet haben, die Echse, dann nimm dir noch einen Moment Zeit. Okay, wir schauen schon mal in die übergeordnete Botschaft hinein. Es geht los mit Lemurien, genau alle Links zu mir, sowie die Kartennamen und die Sets findest du unten in der Videobeschreibung, wenn du dir die auch kaufen möchtest. So, die lemurischen Karten sagen, in dieser Woche gibt es für die Liebe einen göttlichen Segen. Und schau mal, da oben ist ein Einhorn. Da! Wenn du es siehst, es ist alles so hellhell. Genau, wir haben hier zwei Schwäne und eure Liebesbeziehung bekommt hier einen göttlichen Segen. Ja, also da wird ja schon ein Liebespartner sein und vielleicht bist du auch hierher geführt und hast das Gefühl, da steht was in der Pipeline, ich spüre schon was und du schaust einfach schon mal rein und sagst, eigentlich würde ich noch als Single gelten, aber ich spüre schon was, dann bleib einfach hier, denn es gibt einen Segen für eure Liebesbeziehung, ja? Das heißt, es können positive Wendungen kommen, es kann Erleichterungen geben, es kann wie kleine Wunder geschehen, Dinge können sich einfach viel leichter anfühlen und jeder kann auf neue Art reagieren. Es ist sehr hohe Energie im Moment da, sehr viel Unterstützung und auch gnadenvolle Energien. Und du siehst ja auch Einhörner kommen an, geritten für euch, um euch zu helfen. So, der Jesus ist auch noch da. Und der Jesus sagt, ja, sei nicht verärgert oder ängstlich. Ja, das tut dir nicht gut, das tut deinem Herz hier nicht gut. Und du siehst ja auch anhand der ersten Karte, du brauchst dich gar nicht fürchten. Ja, egal, auch wenn noch mal irgendwas kommt, dann bleib einfach in deiner Mitte, atme ein, atme aus und lass es wieder los.
Genau. Schauen wir mal von Kraft der Weiblichkeit. Was kommt denn da? Wie, die Lady Nada. Ja, ganz zufällig. Auch hier in Pink. Wie ist Einhorn? Ist ein bisschen ein anderes Pink, aber die Lady Nada ist auch eine Lehrerin für die Beziehungsthemen. Ja, sie hat ja hier die Rosen dabei, also sie steht auch schon für die Herzöffnung. Nochmal anders als der Engel Kamuel. Sie unterrichtet euch. Wie ist das so, das Zusammenspiel von den Energien? Wie ist es Kommunikation, alles miteinander, emotionales? Wie ist es, wenn jeder was mit sich herumträgt? Also sie kann euch schulen, du könntest mit ihr meditieren und dann gibt sie dir sozusagen Unterweisungen in Liebesthemen. Da ist sie eine Lehrerin. Und was auch sehr schön ist, Lady Nada hat natürlich auch vom Aurasoma her eine Flasche, wo ich immer mal die Pomaden daher nehme und die Quintessenzen kannst du auf der Webseite finden von Aurasoma und das kannst du auch zur Unterstützung verwenden, wenn du sagst, ja, da ist immer wieder was oder ich werde immer wieder schnell ängstlich oder kann da einfach nicht in einer gleichbleibenden, positiven Stimmung bleiben, dann kannst du ja auch mal eine Weile mit Lady Nada als Pomander oder als Quintessenz arbeiten. Genau. Jetzt kommen wir mal gleich zum ersten Stapel, wenn du diesen Schönstein vorhin gesehen hast als erstes, dann ist das hier dein Stapel. So, es geht los mit Maria Magdalena. Maria Magdalena sagt zu dir in dieser Woche, dass nochmal so ein paar Themen hochkommen, ja, wo du vielleicht innerlich dich bewertet hast, dich selber ablehnst noch oder etwas nicht wahrhaben willst, etwas verleugnest. Da kommt noch mal etwas und es geht hier darum, alle Teile von dir anzunehmen, so eine innere Versöhnung zu machen, gut zu sein mit dir und auch wenn dir vielleicht vom Außen etwas begegnet, dann auch einfach trotzdem dich selber anzunehmen und den anderen auch wieder zu vergeben. Letzten Endes spiegeln andere auch immer nur, was du an dir selbst ablehnst und verleugnest und bewertest. Mach dein Herz wieder auf. Akzeptiere dich wirklich so, wie du bist und folge deiner eigenen inneren Weisheit. Ja, wir sind alle und du bist glücklich, göttlich geführt. Ja, immer auf dem richtigen Wege und kein Urteil von dir selbst oder von jemand anders kann, von jemand anderem kann da was dran ändern. Ja, also die Einhörner kommen ja auch heute. Bei dir kommt an Drama und Schneeflocke, Kraft der Nacht und des Unbewussten. Das ruft hier, glaube ich, nach einem Einhorntraum. Du siehst, das ist ein Engel und ein Einhorn. Und das Unbewusste, da möchte sich noch mal was erlösen. Ich lese noch mal vor. Ich habe ja da noch so ein Beipackzettelchen. Wo ist er denn jetzt hin? Ich habe ihn gar nicht ausgepackt. Ja, also ich habe das Gefühl, du sollst hier einen Einhorn-Traum initiieren vor dem Schlafen. Wir haben ja auch noch Rauhnächte, dann kannst du mal um eine Botschaft bitten oder du meditierst damit. Ich suche es mal und lese dir noch mal einen Satz mehr vor. So, ich muss es erstmal finden. Andrama, wie heißt ihr? Andrama und Schneeflocke. Das ist ja hier gar nicht irgendwie geordnet. Und ich muss immer alles durchlesen. Wo seid ihr denn? Hier. In der Tiefe der Nacht liegt die Macht deines Unbewussten, schlafend und doch lenkend. Du kannst die Führung über dein Leben übernehmen, wenn du diese Macht sinnvoll nutzt. Wir sind bei dir, wenn du deine Untiefen ausloten möchtest. Im Dunkeln verborgen liegt dein Lebensmuster. Glück, Liebe, Freude, Prüfungen und Dramen deiner Inkarnation weben ständig weiter daran. Wir zeigen dir, wie du dein Lebensmuster erkennen und deine Prüfungen gut überstehen kannst. Also ganz schön, lade sie mal ein vorm Schlafen, dich auch so wie Lady Nada auch zu lehren und an die Hand zu nehmen, und zu zeigen, wie du da, ja, auch gut sein kannst mit dir und vielleicht sogar aus diesen Untiefen Kraft ziehen kannst und Glück und Freude. Es geht schon darum, auch zu schauen, was aus der Tiefe mitwirkt und dein Leben webt und es ja nicht wegzudrücken oder zu verleugnen, um verle also das Thema zu sagen, nein, da ist nichts, das funktioniert nicht, weil es wirkt aus der Tiefe trotzdem mit. Hier will sich was erlösen und ja, schau mal, wie die beiden dir an die Hand gehen können.
energetisch, wenn du da schon so ein bisschen Zugänge hast. Sonst kannst du einfach diese positive Absicht haben, dass sie dir helfen. Und auch wenn du dann gar nichts konkret räumst oder wahrnimmst, dann sei dir gewiss, sie helfen dir trotzdem und du nimmst es nur nicht wahr. Es passiert, wenn du es beabsichtigst. So, für die Liebe kommt bei dir. Bleib mal optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Hier werden Blumenkränze gereicht. Also bleibe freundlich, bleibe zugewandt und immer wieder in die Hoffnung zurückkommen und versuche positiv zu denken, denn dein positives Denken zieht ja auch positive Kreise. Also wie Jesus sagte, versuch nicht in die Angst zu gehen und ja, dich nicht ärgern zu lassen innerlich. Okay, schauen wir mal bei deinem Gegenüber, was sich da so zeigt. Achte auf deine Emotionen. Hier geht es wieder um Unterdrückung oder Verurteilung der Gefühle. Es sind Spiegel zu dir. Achte deine Emotionen, unterdrücke oder verurteile deine Gefühle nicht. Das ist ganz ähnlich wie die Maria Magdalena-Karte bei dir mit Sünderin und Verleugnung. Ja, und wenn jetzt aus der Tiefe viele Dinge hochdrängen wollen und wir da aber so lauter Stempel und Bewertungen drauf haben, ja, beim Jahresreading war auch das Thema Bewertung und wie gehen wir denn damit um und welche Anteile schleppen wir denn alle so mit? Und wenn man das nicht will und immer weiter wegschiebt, dann kommt es aber umso fester. Das heißt, es kann dann auch ein bisschen ungestüm um sich hauen, dieser Anteil, im bildlichen Sinne jetzt, und intensiv sein. Ja, und es geht darum, letzten Endes liebevoll die Emotionen anzunehmen, zu integrieren und sie nicht wegzumachen oder zu deckeln oder ja, zu leugnen. Das scheint ein bisschen ähnlich zu sein und könnte vielleicht ein bisschen eine Prüfung sein. Dann haben wir ja die Zeit des Wartens. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Das heißt, auch dein Gegenüber scheint so ein bisschen so eine Art Sehnsucht zu haben und auf eine bessere Zeit zu warten und findet die Zeit jetzt nicht so einfach, wie ich das spüre hier. Ja, und die Engel sagen einfach, ja, manche Dinge sind noch im Prozess. Es ist noch nicht zu Ende, deswegen dauert es noch. Also ich würde dir wirklich vielleicht empfehlen, mit der Lady Nada als Pomander, also guck mal bei Aura Soma, wenn du da Lady Nada eingibst, da gibt es so Quintessenzen oder was du da findest. Und dann kannst du das dir in die Aura fächeln. Es steht auch alles auf der Webseite, wie das geht. Und das hilft dir wirklich auch durch so eine herausfordernde Zeit hindurch. Ne? So. Dann haben wir mal sehen, was da jetzt kommt. Weil ich dich liebe, sitzt von der Seele deines Gegenübers an dich. Lasse ich deines bei dir und rufe deine Schutzengel, wenn ich dir nicht helfen oder nicht für dich da sein kann. Also das klingt schon so, jeder hat eine Menge gerade zu tun. Also innerlich erlöst sich vieles und jeder ist so am Struggeln und ja, dein Gegenüber möchte aber auch, dass es dir gut geht. Und sieht, dass es viel ist im Moment. Ja, also es scheint auf beiden Seiten was los zu sein. Und ja, du kriegst Schutzengel von deinem Gegenüber geschickt. Das ist doch sehr liebevoll. Ich ziehe euch jetzt hier noch so eine Andatee-Karte, die darf zwischen euch wirken. Und du kannst sehr gerne mit diesem Symbol arbeiten. Du kannst es auf deinen Körper malen. Du kannst es auf einen Zettel malen, dein Trinkglas draufstellen oder in den Raum zeichnen. Die sind sehr stark, die Symbole. Sei da einfach kreativ im Geist. Du kannst natürlich auch in der Leinwand zeichnen und es drauf machen. Also ich habe diese Symbole auch schon mal auf Leinwände gezeichnet. Bestimmte. So, was lacht mich denn jetzt hier an? Ich hatte hier so eine orangene Karte angelacht. So, die sieht so aus. Ein grüner Ring. Das ist die Sprache, das Wort in eine Frequenz übersetzt. Das ist jetzt hier auch schon eine Energie für euch. So, und schauen wir mal, was es ist. Die heißt viel. Der Wind weht den Verstand in ein wertfreies Land. Mein Herz, offen und weit, ist für die Liebe bereit. Vom Kopf ins Herz. Genau, und das zeichnest du. Du fängst an, glaube ich, mit den Strichen, dann mit dem Ring und dann mit dem Herz. Aber mach es nach deiner Intuition. Du kannst nichts verkehrt machen. Vom Kopf ins Herz gehen. Genau, und du kannst es in den Raum zeichnen mit beiden Händen und dir in einer Farbe vorstellen, in Gold oder so. Auf einen Zettel zeichnen oder auch auf dem Körper. Mit Henna habe ich es mir auch mal auf dem Körper gezeichnet. Das ist auch sehr angenehm, weil das dann da ein paar Tage drauf bleibt. Okay.
Man kann Henna in so kleinen Tuben kaufen, ne? Okay, dann kommen wir jetzt zum zweiten Stapel. Ich wünsche euch das Allerbeste, eine gute Woche. Und wenn du den Jadestein gewählt hast, dann bist du so. Wir schauen bei dir. Maria Magdalena spricht zu dir. Sie sagt, eine Seelenbegegnung liegt vor dir. Zwei sind eins, die Dunkelheit, sie ist vergangen. Also bei euch kommt eine gute Phase wieder. Ihr könnt euch ganz neu auf einer Seelenebene begegnen. Also die Rauhnächte, die Energie, was auch immer, hat jetzt gerade dazu geführt, dass ihr euch noch tiefer wieder energetisch auf Seelenebene begegnen könnt. Ich sehe dich, ich öffne mich für tiefe Begegnungen der Liebe. Also das ist bei euch eine Beziehung, die wirklich über dieses Leben hinausgeht und über den Tod. Also ihr seid sehr, sehr tief verbunden und das kommt, stellt sich jetzt wieder ein, dass ihr das spüren könnt, dass das wirkt. Genau, das ist mal die Basis. Und jetzt schauen wir mal, was sich noch so zeigt. Das ist die Basis, auf die man vielleicht im Alltag nicht immer zugreifen kann, aber sie ist immer da. Okay, das Einhorn sagt bei euch, da kommt der Mandroa und Phandrera, Könige der Lüfte. Du siehst, hier oben ist ein Adler oder ein Kondor, das muss ich nochmal nachschauen, und ein Einhorn. Die können ja beide fliegen. Und ich schaue jetzt, was sie dir für eine Botschaft bringen. Mandroa und Phandrera. Ich suche sie mal geschwind. So, wo seid ihr denn? Ich guck, ich guck. Hier habe ich sie. Es ist gut, das Leben einmal von einer höheren Warte aus zu betrachten. So erkennst du die wahren Zusammenhänge. Aus der Vogelperspektive betrachtet sehen die Herausforderungen des Lebens viel harmloser aus, als wenn du mit ihnen auf der Erde direkt konfrontiert wirst. Betrachte die Ereignisse aus einem neuen Blickwinkel und erkenne, warum du sie liebst. In allem steckt ein Geschenk. Ja, also ist auch mit Lady Nada in der Verbindung hier mit deinem Einhorn, also eine Zeit, wo du tiefe Einsichten bekommst in die ganzen Zusammenhänge. Ja, also da tut sich jetzt auch noch mal viel, weil wir sind auch noch so nah an den Rauhnächten dran. Die Energien sind noch so frisch im Jahr und da kommen viele Informationen gerade zu dir. Für die Liebe und bei dir das Thema Trennung. Das könnte jetzt etwas sein, wo dein Herz sich immer wieder ängstigt oder du mal wieder traurig oder wütend wirst, wenn sich etwas wie getrennt anfühlt. Ich sagte, diese Liebe liegt unter allem drunter und sie ist vielleicht nicht immer zugänglich im Alltag. Und manchmal fühlt es sich so an wie, wo ist die andere Person denn hin? Weil jeder ist in seinen Prozessen, jeder hat zu tun, jeder hat vielleicht total verrückte Sachen erlebt und zwischendurch denkst du vielleicht manchmal, wir sprechen nicht mehr dieselbe Sprache. Und vielleicht ist es auch ein gewisses Überreagieren, dass es interpretiert wird als Trennung und es ist gar keine Trennung, weil die Angst einem das so sagt, ja. Die Angst und den anderen zu verlieren fühlt sich vielleicht manchmal an, wie den anderen zu verlieren. Und da gilt es darum, wirklich hinzuschauen mit Lady Nada und einem Einhorn zu gucken, was ist denn wirklich los und muss ich da Angst haben oder nicht? Oder weil du hast ja gehört, die Liebe ist immer da und die geht über mehrere Leben, die ist sehr verbindend und ihr begegnet euch auf Seelenebene. Spür auch da mal rein, wenn du noch mal anders drauf schaust, ob ihr euch nicht vielleicht auch doch ganz nah seid. Und ein Teil fühlt sich vielleicht noch getrennt. Und wenn du nochmal das Jahresreading bei mir schaust, dann siehst du auch, dass das auch immer Anteile in uns sind, die noch sich getrennt fühlen. Und die sind natürlich nicht nur in dir, sondern auch in deinem Gegenüber. Und diese schleppen wir natürlich mit. Und die springen dann halt manchmal an. So, jetzt schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Da kommt. Vertraue deiner inneren Kraft, du bist stärker als du glaubst. Also hier geht es auch so wieder, welcher Stimme folge ich in mir? Ja, höre ich auf die Liebe, höre ich auf meine Kraft, glaube ich an die Kraft oder zweifle ich auch mal an der Kraft? Und hier ist auch, wie schaut man drauf? Und das spiegelt sich dann auch, so fühlt sich das dann auch wieder an.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel ängstlich, zweifelnd, sorgenvoll reagiere, dann wird es ganz groß. Na, wenn ich voller Zuversicht bleibe, hoffnungsvoll, gut ausgerichtet bleibe, dann wird auch das ganz groß. Und es ist jetzt ein bisschen bei euch beiden so. Worauf liegt der Fokus? Was schwingt alles mit? Und worauf achte ich? Denn das wird immer mehr. Dann haben wir hier von der Liebe bei deinem Gegenüber. Thema Hochzeit. Also auch hier sieht man auf Herzebene, auch da ist eine Nähe, ihr kennt euch gut. Das ist jetzt spannend, hier liegt die Hochzeit, da liegt die Trennung. Ja, ich sehe das nicht als eine physische Trennung, ich sehe das wirklich als ein Ding im Kopf, als ein emotionales Thema. Und hier liegt ganz viel Nähe da. Natürlich kann das jetzt auch spannend sein, wenn du dich vielleicht getrennt fühlst und dein Gegenüber sich ganz nah fühlt und auch spürt, dass du dich vielleicht getrennt fühlst. Ja, das kann ja auch passieren, dass der eine ist in dem Erleben und der andere ist in dem Erleben. Und hier sehe ich aber bei deinem Gegenüber, dass da ganz viel Liebe und ganz viel Nähe und der Wunsch nach Zusammensein da ist. Und es gibt noch total vertrackte Geschichten, dass einer ja die Nähe nur dann zulassen kann, wenn der andere sich ganz weit zurückzieht. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Vielleicht ist auch sowas im Gange und dann geht es auch wieder darum, auf die höhere Ebene zu gehen und das zu verstehen, was sind hier für Dynamiken am Laufen. Wieso ist es so? Genau. Und sich vielleicht einfach auch dem Leben hinzugeben und zu vertrauen, immer wieder bei euch beiden. Dann haben wir hier, mal sehen, was da kommt, von der Seele oder vom Herzen deines Gegenübers an dich. Weil ich dich liebe, bin ich bereit, jeden Weg mit dir zu gehen, wenn er dem Leben und der Liebe dient. Also das ist einfach wow, da ist wirklich viel Liebe dabei, auch wenn es auf und ab geht, auch wenn es mal so und so ist, wenn es mal regnet, wenn es mal schneit, wenn es mal stürmt, wenn mal die Sonne scheint, wenn mal ein Regenbogen kommt, wenn mal ja, ein schöner Wasserfall kommt und irgendwie der Gegenüber macht alles mit, solange ihr da zusammen geht, ja. Ja, ihr macht eine aufregende Fahrt hier zusammen, eine aufregende Reise. Ich ziehe auch euch jetzt nochmal hier von den Andatee-Karten was zwischen euch wirken darf. Ein Symbol, mit dem du arbeiten kannst, was du auf dem Zettel, unterm Wasserglas, in deinen Raum zeichnen, also nicht an die Wand. Kannst du natürlich auch machen, wenn du möchtest, aber ich meine energetisch so wie ein Hologramm zeichnen, ja. Oder auf den Körper mit einem Stift. Oder bitte kein Edding auf den Körper. Edding ist nicht gesund. Dann ein Kugelschreiber oder ich nehme auch Henna. Die wirken nämlich tatsächlich sehr stark und du kannst dir da auch einen Ort aussuchen, wo du das haben willst. Muss ja auch gar kein anderer sehen. So, jetzt hier kommt eine grüne Karte. Upsi. Und eine fällt noch runter. Jetzt gucke ich mal, ob die beide für euch sind. Ich pendel das mal fix hier. Ja, die runtergefallene und die andere. Okay. Erstmal die, die ich gezogen habe. Die heißt müde, also nicht müde. Ich zeige erstmal, wie das Frequenzbild aussieht. Das Frequenzbild sieht so aus. Ich hoffe, die Farben kommen rüber. Da ist in dem Ring ist ein Dunkelrot oder ein Rot und ein Pink. Ja, sehr leuchtend. So, dann schauen wir mal. Also Nüde heißt die Sprache. Das ist hier von den Andatee die Sprache. Und so sieht das Symbol aus, das du zeichnen kannst. Folg einfach deiner Intuition, mit welchem du anfängst. Genau. Und zwar die Bedeutung von alten emotionalen Belastungen befreie ich mich gänzlich. Kreisende Gedanken lasse ich gehen. Ich bin nachsichtig anderen gegenüber und mir selbst gegenüber. Befreiung von Altlasten. Na, das passt ja gut zu eurem Stapel. So, und jetzt schauen wir mal, die ist noch rausgefallen. Die lag hier gerade am Boden. Die hat auch ganz viel Pink und Rot und so einen Kreis. Schön. Und die heißt Org in die Niere. Ja. Und da müsstest du erst mit dem inneren Kreis beginnen. Oder kannst zeichnen, wie du willst. Dann mit so einem, sieht aus wie ein Auge, ne? Und du könntest dann noch Niere reinschreiben, aber das müsstest du auch nicht unbedingt. Okay, ich lasse meine Ängste los. Vertrauen weitet sich aus. Meine Niere funktioniert in ihrer Vollkommenheit. Entspannung der Nieren. Also dann schreib doch noch das mit der Niere dazu, weil Niere und Angst hängt auch immer zusammen. Ich muss mal was trinken kurz. Also diese beiden Karten passen ja gut bei euch. Also da scheint so eine Dynamik zu sein mit, ich will Nähe, aber irgendwie kann ich es auch nicht richtig zulassen. Ne? Ist immer so ein Hin und Her.
Und vielleicht sabotiert man dann auch unbewusst Nähe und es ist immer so ein Hü und Hott. Und das kann sich sehr verwirrend anfühlen, aber es hat natürlich ja mit Kindheitsthemen, mit Erlebnissen, mit Traumen zu tun. Und ich kann dir versichern, dass keiner irgendwas macht, um den anderen zu ärgern. sondern schau dann mal in die höhere Sicht und dann wirst du viele Dinge verstehen. Und Lady Nada nimmt euch da an die Hand. Genau. Kannst du dir ja auch mal bestellen, so ein Fläschchen vom Aurasoma. Okay, also alles Gute. Ich schaue jetzt zum nächsten Stapel. Wenn du diesen Stein gewählt hast, dann bist du jetzt an der Reihe. So, Dann schauen wir mal. Die Maria Magdalena bei dir, die sagt, die heilige Hochzeit kommt hier. Also das Thema ist ja auch Liebe. Die heilige Hochzeit, die Liebe will sich verströmen, lebendig sein und fließen. Und hier siehst du, das geht auch um das Gleichgewicht mit Yin und Yang. Ja, du hast natürlich die weiblichen Anteile und ein bisschen männliches und der Mann hat das männliche und das weibliche. Und alles will fließen, alles will sich ausgleichen. Also es ist nie irgendwie statisch. Alles verändert sich immer und fließt. Und ja, jeder darf auch mal vielleicht alles ein bisschen sein und ich kriege so bei euch so dieses Fließende zu sein und nicht irgendwelchen starren, altbackenen Konzepten zu entsprechen, sondern auch mal alles zu sein und da drin so eine Art Befreiung zu finden, die heilige Hochzeit. Ja, und jeder hat alles in sich. Die Männer haben das Weibliche in sich, die Frauen haben das Männliche in sich, aber die Frauen haben auch das Weibliche. Ja, und das muss ich auch wieder ausgleichen. Also wenn zum Beispiel die heutige Frau sehr viel männliche Energie hat, dann darf auch die weibliche wiederkommen. Ja, und wenn die Männer vielleicht die männliche Energie auch nicht mehr so fühlen konnten, dann darf auch das wiederkommen, weil eines bedingt sich mit dem anderen. Ja, und so, das ist auch ein Thema, wo Lady Nada euch an die Hand nehmen kann. Das bedingt sich alles gegenseitig. Und so wie vielleicht in der Kindheit oder im Leben irgendwelche Erfahrungen gemacht wurden, wenn der Mann versucht hat, ganz in die Manneskraft zu gehen oder dann auch mal in die weibliche Seite und dann sehr bewertet wurde, sehr verurteilt wurde und sich jetzt vielleicht selbst immer noch da verurteilt und da einfach sehr abgelehnt fühlt, dann, ja, das möchte wieder jetzt fließen. Alles Altes möchte, das Starre möchte wieder in Bewegung kommen. Und Dinge wollen sich ändern. Das heißt, du kannst dich noch mal neu feststellen oder nicht feststellen. Du kannst noch mal neue Seiten an dir entdecken und feststellen ist das ganze Gegenteil von fließen, wenn du nur mal das Wort hörst. Du kannst was Neues an dir feststellen, aber ich meine, du sollst nichts feststellen. Es soll alles fließen, es darf alles jetzt wieder fließen. Und vor allen Dingen das, wo du immer dachtest, ich bin ja aber so. Das möchte jetzt sich auch wieder ausgleichen. Das heißt, es kann sein, dass du ganz lange in einer, sag mal jetzt, du bist eine Frau und du warst vielleicht ganz lange in einer viel zu männlichen Energie. Dann möchte das jetzt auch wieder ins Weibliche gehen. Es gibt jetzt einen Ausgleich. So, die Einhörner kommen zu dir und sagen, Liebe zwischen Mutter und Kind ist hier wichtig, also können auch noch mal so Kindheitsthemen sein. Also entweder hast du jetzt ein Kind oder was ich mir aber noch viel mehr vorstellen kann, ist auch die Prägungen der Kindheit, die hier wieder reinspielen und dass da vielleicht auch so eine neue Energie kommt, wo du noch mal sagst, auch wenn deine Mutter jetzt vielleicht nicht mehr im physischen Körper ist, kannst du trotzdem innerlich mit ihr wie in so einen Dialog gehen und noch mal eine neue Verbindung knüpfen, eine neue Einstellung. Also ich kriege, auch weil hier so ein Kind dabei ist, du kannst neu werden, es kann was ganz Neues entstehen. Und ja, auch diese Verbindung zur Mutter, die dich ins Leben gebracht hat, auch da kann noch mal was ganz Neues entstehen jetzt. Liebe zwischen Mutter und Kind, ich lese dir auch noch mal vor, was in meinem Heftchen steht. Petrenia, ich suche es mal. Hier, Mutterliebe ist das stärkste Band zwischen Menschen. Lerne sie zu ehren, dann wirst du endlich bereit für wahre Liebe sein. Das ganze Universum besteht aus Energie und Liebe. Zwischen Mutter und Kind sind sie besonders stark. Mit Dankbarkeit und Respekt kann jedes Gefühl zwischen Mutter und Kind Frieden finden. Liebe nährt und trägt durch das ganze Leben. Wenn die Mutterliebe geheilt ist, entsteht universelle Harmonie. Ja, also da kann vielleicht noch mal, wenn ich sage, nehmen wir mal an, meistens schauen Frauen zu
Und wenn da jetzt mit deiner Mama was blockiert war, dann kann es sein, dass du das Weibliche in dir nicht so akzeptierst und liebst, dass du vielleicht dann in die männliche Energie gegangen bist. Und wenn du innerlich deine Mutter annimmst und da Dinge heilst, dann kannst du das Weibliche leben aus der Tiefe. Dann passiert da wirklich was in dir. Ja, du kannst die beiden gerne mal rufen, Petrinja und Findra hier, und mit ihnen, ja, schauen, dass sie dir helfen, da neue Einsichten zu gewinnen. So, für die Liebe bei dir. Ja, es geht um die wahre Liebe. Also du hast ja tolle Karten. Einmal die heilige Hochzeit, dann nochmal die wahre Liebe. Oh, wow. Also bei dir super Energie. Da, also dein Gegenüber ist für dich gefühlt die wahre Liebe. Die Karten bestätigen es auch nochmal. Ja, da ist ganz, ganz viel Liebe da. Und deswegen auch nochmal, du kannst dich jetzt nochmal wandeln, so dass es dir auch richtig, richtig gut geht. Sieht sehr gut aus. Freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Schauen wir mal bei deinem Gegenüber rein. Da kommt. Körperliche Berührung ist wichtig. Für manche ist nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Siehst du, so ganz zärtlich wird dir ein Kuss raufgehaucht. Also das wirkt so anmutig wie aus einer anderen Zeit, wo das Weibliche auch so verehrt wird. Und die Frau ist ja auch sehr, sehr feminin hier, mit ihren wallenden Gewändern und zarte Bekleidung. Ja, und das ist ja auch ein richtiger Mann. Also das meine ich nochmal. Bei euch kann sich das nochmal wandeln. Wer ist denn der männlichere Part? Also ich sehe häufig auch mal Beziehungen, wo ich denke, der Mann ist viel weiblicher als die Frau. Ja, die Frau ist viel männlicher als der Mann. Und ich denke mal, dass in der Welt das häufig in so einer verdrehten Reihenfolge gelandet ist, durch unsere Prägung und durch die Kindheit, ne? Natürlich haben wir auch schon verschiedene Inkarnationen und waren auch schon mal in dem anderen Geschlecht drin. Aber jetzt geht es darum, dass du noch mal ganz in diese weibliche Kraft kommst, wenn du eine Frau bist, und ganz in die männliche Kraft, wenn du ein Mann bist. Genau. Und alle Anteile eigentlich lebst, die dir eigen sind, die du vielleicht bis jetzt nicht so zugelassen hast. Und die Berührung ist hier wichtig. Das möchte jetzt wieder gelebt werden. Das ist bei deinem Gegenüber so. So, und schauen wir mal bei der Liebe. Kommen hier ja religiöse und Glaubensfaktoren. Manche Kartenlege sagen auch, das ist die Karma-Karte. Also würde ich jetzt nicht so sagen. Aber was ich sagen würde, ist, da gibt es viele Denkmuster, Glaubensmuster, tiefste Überzeugungen, die manchmal so schon mit der Muttermilch aufgesogen sind, wie hat ein Mann, Frau zu sein. Und ja. Es ist nicht so frei. Und wie ich sagte, es will fließen bei euch. Es will sich alles ausgleichen. Alles, was mal zu lange so war, will vielleicht auch mal den anderen Part wählen. Und dieses Fixe, dieses Feste, und vielleicht ist es auch was Religiöses, das weiß ich nicht. Es kann auch jemand sein, der aus einem anderen Kulturkreis kommt, wo wirklich Dinge anders gelebt werden. Und es wirkt für mich starr. Es wirkt für mich fest. Es ist nicht das, was fließen will. Und es kann noch mal vielleicht sich herausfordernd anfühlen, aber ich denke, mit viel Liebe und Respekt kann man auch da ja, Wege finden, aufeinander zuzugehen und es zu akzeptieren oder mal trotzdem ins Fließen zu bringen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, nichts ist in Stein gegossen, wir sind Energiewesen und deswegen Energie kann sich immer wandeln und Gedanken auch. Ja, und nichts ist fix. Also alles möchte fließen und es möchte sich auch alles wieder balancieren. Wenn es zu lange so war, dann darf es auch wieder so sein. Auf die andere Art. Okay, jetzt die Botschaft der Seele deines Gegenübers an dich, weil ich dich liebe. Lasse ich meine Werturteile bei mir, denn ich weiß, dass sie unangemessen und verletzend sind. Ja, und hier habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt lese, dass diese Werturteile, ich sag mal so, indoktriniert wurden durch eine Religion oder durch die Eltern, durch die Gesellschaft. Es ist nicht das wahre Denken deines Gegenübers. Und dein Gegenüber erkennt, dass er damit sich selbst verletzt oder sie, und es auch eine Trennung schafft. Ja, weil die Liebe ist ganz da und dann kommen immer wieder die Meinung und Bewertung und das ist nicht so schön.
Das merkt dein Gegenüber von der Seele her aber, dass das ein Problem macht. Genau, also da geht es sozusagen auch auf eine neue Erkenntnisebene. Das ist wundervoll. Und ja, vielleicht darf ja ein Mann dann auch mal, der immer sehr, 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 sehr stark war, auch mal weiblich sein und neue Seiten an sich entdecken. So, jetzt schaue ich noch, ich lege euch jetzt noch die Andatee-Karten hin. Da sind ja immer so Symbole drauf, mit denen kannst du gerne arbeiten. Du kannst die auf einen Zettel schreiben und ein Glas draufstellen, programmieren oder auf den Körper malen oder gerne auch in den Raum zeichnen mit den Händen. Ich ziehe euch mal eine. Hier schaut mich schon eine an. Okay. Die ist ganz pink, pinkig rot. Schön. Und da kommt Sell-in. All meine Seelenanteile kehren zu mir zurück. Ich bin heil. Ich bin Schöpfer meines eigenen Seelen- und Lebensplans. Seelenanteile zurückholen. Ja, und dann zeichnest du dieses Symbol da irgendwo hin. Bitte nicht Edding am Körper benutzen, das ist nicht gesund. Das geht durch die Haut. Dann nimm einen Kugelschreiber oder ein Henna. Genau. Und dann wirkt das ein paar Tage. Diese Zeichen arbeiten sehr stark. Die sind halt vom Andate, von den Andate überliefert worden, einem Sternenvolk. Und ich spüre die sehr stark und habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Also da, wenn jetzt hier durch Religion, Glauben irgendwas abgeschnitten wurde, was überhaupt nie gelebt werden konnte, zum Beispiel, dann kann das auch wieder zurückkommen. Oder wenn in dir auch etwas ist, da kann es auch wieder belebt werden. Ja, dann probiert es mal aus und könnt ihr gerne mal kommentieren, wie sich es angefühlt hat, was so passiert, ob es gepasst hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Woche, wunderschöne, ja, Erfahrungen in der Liebe, im Leben, im Alltag, in den Meditationen, die ihr ja hoffentlich jetzt schon jeder mindestens eine am Tag mal ein paar Minuten macht. Ich sage das, glaube ich, seit ganz vielen Jahren, wie wichtig das ist. Und wenn unser Gehirn in Meditation geht, programmieren wir uns um. Und wenn du es schaffst, 11 Minuten durchzuhalten, das ist auch die Zeit, wo neue Gedankenverbindungen geknüpft werden und der alte Schrott, der uns bisher gedient hat, ja, die alten Gedankenbahnen durch neue ersetzt werden können. Also ist es auch super, wenn man nur mal ganz kurz Zeit hat, dann wenigstens 3 bis 5 Minuten zu machen. Aber wenn du 11 Minuten schaffst, dann wisse, diese Zeit dient deinem Gehirn und es braucht diese Zeit, um neue Synapsen zu verknüpfen, ja, um die Synapsen zu vernapfen. Genau. Ja, also in dem Sinne eine wundervolle Woche mit Lady Nada und den Einhörnern. Und Jesus, ja, und den lemurischen Geschwistern. Ich wünsche euch alles Liebe, macht's gut. Satnam. Danke, dass ihr da seid.